So, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Puh, tja. Wenn das jetzt eine grün-gelbe Koalition wäre, wäre die am Ende. Das ist schon blöd, wenn so viele Barrieren im Weg sind und wenn man gehindert ist. Aber mal ehrlich, gibt es solche Situationen noch viel? Reden wir doch mal mit jemandem darüber, wie wir eigentlich mit Barrieren, mit Behinderungen in der Politik umgehen müssten, sollten und können. Ja, und zu dieser Frage, wie geht man mit Aktenwagen und anderen Schwierigkeiten um, spreche ich mit demjenigen, ja, was bist du eigentlich? Gut, du bist Rechtsanwalt wie ich, aber was bist du noch? Ich bin im Moment Bundestagsabgeordneter wie du in der Fraktion der Freien Demokraten und dort Teilhabe politischer Sprecher. Das heißt, ich kümmere mich um die Angelegenheiten des SGB 9 und darum, dass jeder Mensch in diesem Land möglichst barrierefrei sein Leben leben kann. Das heißt, du bist jetzt nicht der behindertenpolitische Sprecher? Das ist eine ganz alte Nomenklatur, die darauf abstellt, dass man sagt, jemand ist behindert, weil er etwas nicht kann. Davon sind wir eigentlich lange weg in unserer inklusiven Gesellschaft. Also wenn wir Juristen nicht rechnen können, was ja nicht stimmt, aber dann... Richtig. Okay, klar. So. Und wir sind auch weg davon, dass das eine kleine Anzahl von Personen betrifft. Die Behinderten, die man so früher hatte, das sind die anderen. In Wirklichkeit haben wir heute... Über 12 Millionen Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Über 8 Millionen Menschen sind schwerbehindert anerkannt. Und die wenigsten davon sind das seit Geburt. Sondern die Frage, ob ich mich hier bewegen kann, ob ich auf einer solchen Rampe eine Pausenstation habe, wenn ich beispielsweise eine Gehbehinderung habe, kann auch den 20-Jährigen betreffen, der einen Sportunfall hatte. Ja. Jedenfalls für die Wochen danach. Menschen mit Krebserkrankungen sind danach häufig schwerbehindert. Heißt das im Endeffekt eigentlich, dass wir uns über diese Frage klar machen, dass wir Menschen alle irgendwo anders sind und deswegen genau aufpassen müssen, dass wir sie nicht so vordergründig beurteilen, musst du halt selber hinkriegen? Spielt das Sag doch mal, wann sind Menschen eigentlich anders? Dann müsstest du ja erstmal sagen... Jeder ist anders, würde ich sagen. Genau, wann sind Menschen eigentlich normal? Ja. So, von daher, jeder ist so, wie er ist. Jeder gehört in seiner Individualität in die Mitte unserer Gesellschaft. Und zu sagen, was normal, was gut und was schlecht ist, ist ein sehr subjektiver Einschlag. Das ist nicht Aufgabe des Staates, sondern Aufgabe des Staates ist es, für alle seine Bürger das Maximum an Teilhabe zu ermöglichen und daran arbeiten wir. Und wenn man das durchdekliniert ins Kleine, wenn man sich über die Frage Rampe, Fahrstuhl oder Treppe auseinandersetzt, wenn man sich über die Frage auseinandersetzt, muss eigentlich vor fast jedem Bahnhof in Deutschland Kopfsteinpflaster gelegt werden, dann ist das nicht nur für den Menschen schlecht mit einer Gehbehinderung, nicht nur für den Menschen blöd im Rollstuhl und im Rollator. Das ist auch blöd für die Frau mit Kinderwagen. Das ist auch blöd für den Geschäftsreisenden mit Koffer, weil da gerne mal die Rollen abreißen. Und solche Dinge für alle einfacher zu gestalten. Im Wohnungsbau, im öffentlichen Bau, bei öffentlichem Personennahverkehr, wo wir immer noch Doppelstockwagen bestellen bei der Deutschen Bahn, die nicht barrierefrei sind. Solche Themen so aufzuarbeiten, dass es für uns alle einfacher wird, ist ein Teil der Teilhabepolitik. Du bist FDPler. Jetzt muss ich dich natürlich nach dem klassischen Vorurteil fragen. Bist du damit eine Orchidee in der Fraktion, in der Partei? Überhaupt nicht. Also tatsächlich ist das so ein Vorurteil, dass es gibt. Die ersten Gespräche mit den Verbänden, die wir hatten, das war dann so, der Einstecktuchträger und Rechtsanwalt von der FDP, was will der da eigentlich? Ja. Bin sehr stolz darauf. Du bist ja Teil dieser Fraktion. Ja. Als Haushälter auch ganz wichtig, weil manche Dinge Geld kosten an der Stelle. Ja. Diese Fraktion ist die aktivste in dieser Wahlperiode, was die Teilhabepolitik angeht. Wir haben am meisten Initiativen gemacht und wir haben an ganz vielen Stellen, auch in der Corona-Pandemie, gute Impulse gegeben, die am Ende von der Regierung übernommen worden sind. Also das ist ein Thema, das in unserer Genetik liegt. Nicht, weil es darum geht, irgendwem, der vermeintlich benachteiligt ist, zu helfen, sondern weil es ein Menschenrecht ist, weil wir eine Rechtsstaatspartei sind und weil wir vor über 26 Jahren das Grundgesetz geändert haben. Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz. Niemand darf wegen seiner Behinderung behindert werden. Also im Endeffekt könnte man ja klar sagen, wir sind ja eine Partei, die das Individuum schätzt. Genau. Und ich kann das Individuum nur schätzen, wenn ich es in seiner Gänze, inklusive möglicher Behinderungen, inklusive möglicher Benachteiligungen dann auch annehme. Und das macht es dann stark. Haben wir das jetzt erst entdeckt oder ist das etwas, wo die gesamte Gesellschaft sich gerade verändert? Die Gesellschaft verändert sich langsam und wir waren auch langsam eine Zeit lang, aber jetzt sind wir nach meiner Wahrnehmung, insbesondere mit dieser Fraktion, auch in den Ländern an der Spitze einer Bewegung.
Wir haben uns angeguckt, weil Kanada auch hier als Vorbild gilt, wie ist eigentlich die Teilhabepolitik in Kanada? Jeder in der Welt glaubt, die seien da Weltmarktführer. Ja. In Wirklichkeit ist die Rechtsordnung weit hinter unserer zurück, ja. Aber das gesellschaftliche Miteinander nicht. Wer mal in Toronto Straßenbahn fährt, sieht da diese Wagen aus, die Straßen von San Francisco, kleine steile Treppen, kommt keiner rein. Es bleibt niemand in Toronto davor stehen, weil er Schwierigkeiten hat, da reinzukommen, weil ihm automatisch geholfen wird. Hast du das Gefühl, dass wir da in unserer Gesellschaft genügend einander darauf aufmerksam machen und sagen, pass mal auf? Oder ist das so ein bisschen so, weil da ist mein Problem, der Staat macht das schon alles, der setzt alle Regeln. Ja, das tut er eben leider genau nicht. Also wir kommen beide auch aus der Kommunalpolitik ein Stück weit. In meiner Heimatstadt werden immer noch Vorgaben gemacht, dass wir Häuser bauen vom Keller bis in das Dachgeschoss. Ja. Auch so bei 3, 5 Reihenhäusern nebeneinander. Ja. Statt barrierefreier Wohnungen in einer Ebene zu schaffen, ja. Selbst ohne Fahrstuhl sind mindestens die Erdgeschosswohnungen dann barrierefrei. Ja. Das ist gut für Familien mit jungen Kindern. Das ist gut für Hundehalter. Das ist gut für Senioren. Das ist gut für den 20-Jährigen nach seinem Sportunfall. Warum machen wir das nicht? Ja. Also das kann man alles machen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Aber wie immer in Deutschland, langsam. So wie wir hier langsam hochgegangen sind. Und immer, es ist immer so eine Zwischenambivalenz gibt. Und übrigens für die, die fragen, wieso hat er die Maske auf und ich nicht? Naja, weil eigentlich sind wir hier draußen, denn das ist offen. Aber andererseits gucken wir immer, dass wir auch Rücksicht nehmen da an der Stelle. Ambivalenz. Ich danke dir. Ich danke dir. Also, muss ja schon sagen, ist eine schöne Aussicht hier oben immer wieder. Ne? Ich finde es immer wieder beeindruckend, aber dir muss das ja auch gefallen. Du warst ja letztens bei mir im Wahlkreis, da hat noch eine der Damen gesagt, du hast auch so schöne Augen. Oh, aber seien wir ehrlich, funktionieren auch nicht so ganz. Aber du stehst dazu. Meine funktionieren auch nicht mehr so richtig, aber ich warte noch einen Moment. Ist gar nicht so schlimm und tut auch nicht weh.